Love 15. Up. 15 all. Thirty all. Das erste Ass von Ivan Lendl. 40-30. Deuce. Advantage, Lendl. Wunderbar. Fifteen, love. Thirty, love. 30-0. Thirty, 15. Here's the Ass von Connors. 40-15. Game Connors. Eins zu eins in einem Spiel, in dem Lendl zwei, drei relativ vermeidbare Fehler unterliefen. Aufschlag Lendl.
Love 15. All. Zwei Asse hintereinander. 30-15. First service. Alles gut. Game, Lendl. Love 15. All. Oh. 30-15. Geschlagen ist. Sie sehen es genau im Eck, der Ball von Connors, aber hervorragend dieser Ball, die Linie entlang von Ivan Lendl. 30 beide. Game, Connors. Zwei beide. Two games all, first set. Recht aggressiv, Jimmy Connors in seinem letzten Aufschlagspiel, geht für seine Verhältnisse relativ häufig ans Netz, sucht seine Chance nach zu kurzen Bällen von Lendl, der nun aufschlägt bei zwei beide. Love 15. A
And us. 15 all. Thirty-fifteen. Net. Net. First service. Knapp im Aus, dieser Ball von Jimmy Connors, 40-15. Game Lendl. 3-2 Führung für Ivan Lendl und das sind die Fehler von Jimmy Connors, die ich vorhin ansprach. Love. Aus dem Lauf geschlagen, unerreichbar für Connors, ein überrissener Ball. Game Connors. Drei beide, weiterhin alles offen und teilweise herrliche Ballwechsel. Fantastisch eben die Vorhand von Ivan Lendl nach dem Aufschlag von Jimmy Connors. Dennoch Connors dürfte bislang mit seinem Aufschlag recht zufrieden sein. Er ist ja nicht der stärkste Aufschläger, aber bislang sehr sicher, sehr lang.
und mittlerweile auch bereits zwei Asse für den Amerikaner. Drei beide auf Schlag Lendl. Love 15. All. Fifteen. Fifteen. Ja, es ist unglaublich, wie stark Ivan Lendl in dieser Anfangsphase des Halbfinalspiels gegen Jimmy Connors aufschlägt. Love 15. Fifteen all. Fifteen. First service. Fifteen. Ja, wir beide. Und da waren zwei, drei Bälle, die ein bisschen unglücklich aufsprangen. Auf der anderen Seite, das sagt ich schon mal, Ivan Lendl steht sehr weit hinter der Grundlinie. Und da hat er zweimal hintereinander doch Probleme gehabt, an die Bälle heranzukommen. Wir beide und wir kommen langsam in die entscheidende Phase des ersten Satzes. Love.
Abwehrfehler. 15 all. Out. 30-15. Thirty all. Thirty. Game, Lendl. Love 15. Fifteen all. Thirty-15. Forty-15. Fünf beide, erster Satz. Game Connors.
Five games all, first set. Quiet, please. Und nun Aufschlag Ivan Lendl. Love 15. Fifteen all. Return von Jimmy Connors. 15-30. Thirty all. Nachdem Ivan Lendl wieder einmal einen seiner stärksten Bälle einsetzen konnte, wenn er gut zum Ball steht, diese Vorhand von der Grundlinie aus. Game Lendl. Love 15. Fifteen all. Wiederholten Mal ein Ballabsprung, der nicht als normal anzusehen ist. Das kommt auf Rasen natürlich immer wieder vor und es scheint vor allen Dingen diese eine Stelle zu sein, etwa ein Meter auf der Rückhandseite von Ivan Lendl im Halbfeld, 30-15. Thank you.
Ball war aus. 40-30. Six games all, first set. Fantastisch. One zero, Lendl. Zero, 0 zu 2, Sie wissen, ein Tiebreak wird ja wie im Tischtennis gezählt. Und der Spieler, der zuerst 7 Punkte erreicht hat, gewinnt den Tiebreak. Nach jeweils 2 Punkten wird der Aufschlag gewechselt. Crossball von Jimmy Connors und ein versuchter Passierball von Ivan Lendl geht ins Aus. Das heißt, Jimmy Connors verkürzt auf 2-4 und nach 6 Punkten werden im Tiebreak die Seiten gewechselt. Allerdings, die Spieler dürfen nicht wie sonst gewohnt eine Pause einlegen, sondern es geht dann gleich weiter und Connors hat noch einen weiteren Aufschlag und ich höre, dass das Bild wieder da ist, meine Damen und Herren. Aufschlag also nun nach dem Seitenwechsel für Jimmy Connors. 2-4 liegt der Amerikaner zurück. Immer wieder diese Fehler mit der Vorhand. Und nun hat Ivan Lendl es natürlich in der Hand, diesen ersten Satz zu gewinnen. Denn er hat 2 Aufschläge hintereinander. Fantastischer Ballwechsel. Der stärkste Ballwechsel im bisherigen Verlauf des Spiels von beiden Akteuren.
beide Aufschläge verloren von Ivan Lendl. Und nun könnte es natürlich noch einmal interessant werden. 5-4. Nur noch 5-4 für Ivan Lendl, aber zwei Aufschläge hintereinander für Jimmy Connors. Der Mann, von dem man ja weiß, dass er unter Druck besonders stark spielt, dass er kämpfen kann. Zeitpunkt ein Doppelfehler. Das ist natürlich bitter. Zwei Satzbälle für Ivan Lendl. Und da ist der erste Satz. Nach 48 Minuten mit 7-6 für Ivan Lendl.